Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt das MAN TGS 18 Pack an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Dusty und Kastan 18. Gibt es neben PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht theoretisch gesehen keine zusätzlichen Mods, um mit den Fahrzeugen hier spielen zu können. Einmal zu finden unter Mods und DLCs sind dann MAN TGS 18 Pack und ihr habt das Ganze. Zwei MANs sind mit dabei. Einmal der MAN TGS Semi für 150.000 und einmal den MAN TGS Kibber für 190.000 €. Schauen wir uns erstmal den Semi an. Da haben wir nämlich den ganzen Spaß. Ihr seht schon mal eine ganze Menge Config-Blöcke, aber prinzipiell haben wir erstmal 500 PS Leistung, lässt sich auch nicht erhöhen. Automatikgetriebe, 400 Liter Diesel, 6 Liter Blue, 80 km Max-Speed, 9,6 Tonnen, 150.000 glatt in der Anschaffung, 7.650 im Leasing. Heute stehen mit Reifenvariante, Anbauplatte, Warnstreifen, Firmenlogo, Rundumleuchten, Frontblitzer, Rundumleuchtenhalterung, Positionsleuchten, Hauptfarbe, Felgenfarbe und Kennzeichen, insgesamt 11 Config-Blöcke zur Verfügung. Reifenvariante ist im Endeffekt die Fahrwerksvariante, also das ist Fahrwerk, die Achsvarianten, da gibt es einmal Standard, dann gibt es einmal Standard mit Lenkachse hinten, dann gibt es einmal Forst und einmal Forst mit Lenkachse. Ja, so weit, so klar, so schick, so schön. Anbauplatte, reine optische Geschichte, mit oder ohne, also hat keine Funktion. Warnstreifen, ohne Warnstreifen oder mit Warnstreifen. Firmenlogo ist kein Firmenlogo, also sprich Casual, Zivil. Dann gibt es einmal Feuerwehr Königsberg und einmal Feuerwehr Ostbeck mit dazu. Dann haben wir die Rundumleuchten, ohne Rundumleuchten, mit Rundumleuchten. Die Rundumleuchten werden, wenn ihr hier auf Feuerwehrskin wechselt, automatisch blau. Ne, so weit, so klar, so schick, so schön. Im Übrigen bei den Logo, also bei der Feuerwehrgeschichte, müsst ihr dann selber noch einfärben. Das Rot, ne, ist klar, das ist so gewollt, wie es hier ist. Dann Rundumleuchtenhalterung gibt es Halterung 1 und Halterung 2. Das seht ihr dann einmal im Endeffekt hier mit dran, wenn ihr Rundumleuchten habt, ne, je nachdem, wie ihr das Ganze wollt. Dann habt ihr hier vorne noch Frontblitzer mit oder ohne. Sollte auch soweit klar sein. Positionsleuchten mit oder ohne Positionsleuchten. Und dann könnt ihr hier noch die Hauptfarbe ändern. In dem Fall mache ich jetzt mal das Rot und haue jetzt hier das Feuerwehrding drauf. Ne? Soweit, so klar, so schick, so schön. Das zum Ersten. Der MAN TGS Kibber hat dann eine Konfiguration mehr, beziehungsweise mehrere Konfigurationen. Eben mal haben wir hier oben eine und wir haben jetzt hier noch die Designfarbe mit dazu. Das fällt natürlich hier in dem Falle flach. Wir haben hier nur Hauptfarbe und Felgenfarbe. Also sind es beim Kibber zwei Teile mehr. Auch da haben wir neben den üblichen Gedöns, wie gerade eben, bei der Konfiguration die Kapazität, die wir hier auswählen können. Standardgemäß sind das 9400 Liter. Können wir noch erhöhen auf 17.000 Liter. Könnt ihr dann alles übliche damit transportieren, wie ihr es halt so kennt. Ansonsten Reifenvariante ist hier auch wieder die Achsvariantengeschichte. Anbauplatte das gleiche, Warnstreifen das gleiche, Skin das gleiche und Umleuchten, Frontblitzer etc. etc. Hier ist noch der Unterschied, Hauptfarbe ist dann nur vorne die Zugmaschine, Designfarbe ist halt hinten dementsprechend der Aufbau. Felgenfarbe sollte selbsterklärend sein, Kennzeichen ist selbsterklärend, ne? Soweit so klar, so schick, so schön. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe zweimal Zivil genommen und immer hier diese Feuerwehrgeschichte. Für die Blaulichtfans unter euch. Ja, also MAN steht hier drauf. Kennzeichen in dem Fall jetzt hier vorne mit dran gebatscht. Ebenfalls hier in der US-Geschichte. Wir haben jetzt hier die Frontblitzer. Wir haben die Warntafeln mit dabei, sofern er sie halt auswählt. Und hier TGS 18500. Wir haben hier die Bereifung. Stinknormale Bereifung mit dabei. Kondis sind 385, 56, R22 erhalten wir dazu. Hier haben wir jetzt immer noch eine Lenkachse hinten mit dran. Wie gesagt, je nachdem, ob er die konfiguriert oder nicht, hängt dann immer von euch ab. Ansonsten ist das hier ein stinknormaler LKW. Wir haben eine Sattelplatte hinten mit dran, die ist relativ weit hinten mit angesetzt, aber ja, dann haben wir hier noch die Fahrtleuchten, Blinker und Kurve dazu, Sonnenblendengedöns hier immer mit dran, die Rundumleuchten mit dran, links und rechts, sofern er sie halt auswählt, ist klar, und hinten halt auch das übliche, sprich Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten und hier noch diesen Schmutzfänger mit hier bitte da überholen und nicht da überholen, ne? Sollte ja dementsprechend klar sein. Schauen wir uns gleich den Innenbereich an, da nehmen die sich ja auch nicht viel, also das ist in dem Fall gleich. Lenkrad mit MAN-Logo ist klar, Spiegel links, Spiegel rechts, Weitwinkelspiegel bzw. so Seitenspiegel hier, da war jetzt noch alles mit dabei. Ansonsten vom Innenbereich her kennt man jetzt bereits soweit aus anderen MAN-Mods, ne? Sieht soweit okay aus, was die Texturqualität soweit mit angeht, also alles tippitoppi, gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Wenn wir dann noch kurz zum Kibber gehen, der Kibber hat halt hinten dementsprechend den Aufbau halt mit dran. Der hat überall Kollision. Ihr seht, wir können hier mit Interactive Control / Simple IC
können wir hier arbeiten. Dazu dann später noch mehr, ist aber nur für den PC logischerweise relevant. Dann das Besondere, was wir hier hinten haben, ne, ihr seht, hier ist Feierabend. Wir haben zwar hier einen Kugelkopf mit dazu, wo man theoretisch unseren Trailer mit hinten dranhängen könnte. Hier haben wir aber dementsprechend so einen Zugmaul mit dazu, um da mehr Möglichkeiten zu haben. Ansonsten ist der Rest soweit auch identisch. Ich habe den hier einfach nur in Schwarz jetzt eingefärbt und ansonsten im Innenbereich auch alles easy peasy. Und beim Feuerwehrskin, wie gesagt, ist halt der Skin, sprich jetzt hier Feuerwehr Königsberg in dem Falle zur Auswahl, und dass die Rundumleuchten in dem Falle hier blau sind und nicht gelb. Ansonsten ist das, wie ihr hier seht, alles soweit Standard. Ja, kann man also im Endeffekt sagen, texturtechnisch gesehen alles toppi, passt soweit. Hören wir uns mal den Soundler an. So, können wir in dem Falle kurz halten. Standard-Sound außen 22er, ist aber vollkommen in Ordnung. Man muss ja das Rad in dem Falle nicht neu erfinden. Lieber so, als wie dann irgendeinen komischen Sound, der gar nicht dazu passt. Von daher auch vollkommen in Ordnung. Thema Funktionalität. Generell erstmal zu den Basics. Ihr seht, beide Hände am Lenker, läuft soweit. Mit dem Beinchen hier wird, wie ich das so von außerhalb sehe, nicht wirklich gearbeitet. Ist aber auch verdeckt, aber ist okay, wenn man es eh nicht sieht, ist es eh irrelevant. Spiegel links, rechts sind eigentlich soweit ganz gut eingestellt. Könnt ihr ja mit dem Spiegelmod noch ein bisschen besser einstellen, wisst ihr ja Bescheid. Ansonsten ist animationstechnisch drin schon was los. Ihr seht, erstmal so die Hintergrundbeleuchtung. Dann seht ihr jetzt hier, ne, auch so ein bisschen blinken mit dazu. Ich nenne es immer mal Motorkontrollleuchte oder dieses Ausrufezeichen da. Ne, ihr seht es ja hier, das blinkt dann mal kurz Hand hier auf, was sehr nice ist. Ansonsten hier diese 00-Geschichte, also ne, Betriebsstunden und QKG. Ansonsten Tacho ist soweit mit animiert, das sind so bei 15 km/h, haut auch ungefähr mit dem Tacho soweit hin. RPM wird soweit auch noch mit angezeigt. Wenn ich Blinker links, Blinker rechts mache, seht ihr, ist das vorne auch alles mit dabei. Das funktioniert soweit. Ansonsten so Blinkerhebel und Co. ist jetzt aber hier nicht mit dran. Wenn wir uns das Ganze einmal in der Nacht mit anschauen, können wir das hier so sehen. Wie gesagt, wir kommen zu der Hintergrundbeleuchtung mit dazu, sodass man das auch alles sehen kann. Wenn ich separat noch Licht anschalte, da passiert jetzt nicht allzu viel. Seht ihr, gehen hier noch ein paar Elemente mit an und das war's dann aber auch schon. In der Nacht seht ihr natürlich das Tagverlicht ein bisschen besser wie am Tag, ne? Sollte logisch sein. Blinker sind zahlreich vorhanden, immer hier oben, dann dementsprechend hier vorne an der Seite und halt hinten noch mit dazu. Rückwärtsleuchten funktionieren, Bremslichter funktionieren. Ansonsten normales Licht und das Fernlicht könnt ihr ja noch anschalten, Steuerung F wie immer, ne? Aber ansonsten ist jetzt hier lichttechnisch gesehen nichts weiter mit vorhanden. Mit Numpad 6 könnt ihr hinten noch die Arbeitsscheinwerfer mit anschalten oder die Rückscheinwerfer in dem Falle. Und mit Numpad 5 könnt ihr separat die Teile hier oben noch mit einschalten, also sprich die vorderen Arbeitsleuchten. Geht allerdings auch nur separat über die Tasten, also sprich über die F-Steuerung. Ihr seht hier, kann ich ein- und ausschalten, das war's. Ne? Also Numpad 5 für vorne, Numpad 6 dann für hinten, ist aber getrennt voneinander. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ansonsten die Rundumleuchten hier, ist auch ein Bild Disco Disco. Ne? Also von daher ganz nett. Auch die Frontblitzer hier, jetzt wie gesagt in gelb standardgemäß gehalten. Könnt ihr alles in dem Falle mitmachen. Gehen wir einmal nochmal kurz in den Tag rein. Wir haben dann hier im F1-Menü noch ein paar Spielereien mit dazu. Zum Beispiel das Martinshorn einschalten über X. Ihr seht, wenn ich jetzt hier drücke, passiert nichts, weil wir nicht die Variante haben, also sprich die Feuerwehr-Variante, steht immer im Menü drin, lässt sich Schlüppel technisch gar nicht anders regeln, aber es funktioniert in dem Falle nicht, ist aber auch nicht weiter tragisch. Ansonsten seht ihr jetzt hier hinten die Lenkachse, die halt mit dabei ist, ne, sofern ihr die konfiguriert, ist halt ganz geil, wenn ihr mal engere Geschichten halt habt. Bei der Kippergeschichte ist es ähnlich, also auch hier Martinshorn funktioniert nicht, ist klar, wir können die Abkippseite wählen zwischen hinten, links und rechts mit dazu, plus halt hier mit der Steuerung, also sprich, wenn wir einmal nach oben gehen, kann ich das Ganze hier anklicken und kann den ganzen Spaß hier öffnen, beziehungsweise halt schließen mit dazu, das ist halt für PC-Spieler noch sicherlich relevant. Ist eine nice Spielerei vorne. Am LKW selber könnt ihr nichts machen. Ansonsten könnt ihr ja, wie gesagt, alles das beladen, was ihr für richtig haltet. Und die 17.500 Liter, wie ihr seht, funktioniert soweit auch. Abdeckung haben wir jetzt in dem Falle keine, ist klar. Und ansonsten Abkipp-Animation. Gehen wir einmal hier vorne auf die Wiese, beziehungsweise auf meine freie Fläche hier.
Da können wir das Ganze dann abkippen, wie wir wollen, also nach hinten bzw. links und rechts. Hinten ist dann hier Classico, sprich Tür geht auf, zack, der gibt nach hinten weg, über Hydraulik, ne? Und nach links und rechts dann das gleiche Spiel, macht er halt nach links bzw. halt nach rechts. So wie er das halt klassischerweise in dem Falle kennt. Und zu guter Letzt haben wir noch die Feuerwehr oder den Feuerwehr-Skin mit dabei. Da, wie gesagt, die Besonderheit, hier ist dann Blaulicht mit am Start statt Gelblicht, ne, ist klar. Funktioniert dann soweit auch alles El Classico. Und mit der Taste X könnt ihr dann Smarting Zorn einschalten. Achtung, laut! Ne, also auch das funktioniert für die Feuerwehrfreunde unter euch oder Blaulichtfans unter euch. Und könnt ihr natürlich so einsetzen, wie ihr wollt, für euer Rollenspiel da. Alles in dem Falle kein Problem. Na, selbstverständlich funktioniert auch alles, was Trailer technisch gesehen angeht. Schaut euch einfach mal den Krone-Trailer am Feuerwehrauto dran. Ist jetzt auch irrelevant. Kann ja jeder handhaben, wie er will. Aber das seht ihr, das funktioniert auch. Und dadurch, dass die Sattelplatte relativ weit hinten ist, habt ihr sehr viel Spielraum nach vorne. Ne? Also damit gibt es auch keine Probleme mit irgendwelchen Reingeklitsche oder Kollisionsgeschichten und so. Dynamische Kabel und so sind natürlich auch mit am Start. Also von daher alles easy peasy. Ihr könnt aber auch die Sattelplatte, nicht Klappe, auch nicht verschieben. Also die ist da hinten fest, starr und fertig aus. Mickey Maus. Ja, und an sich ist es das Ganze dann hier auch schon mit gewesen. Locky Lock ist soweit sauber. Wir reden hier ungefähr von 35 MB. Könnt ihr also in dem Fall auch gar keine Fehler damit machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis denne, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.